Und zwar die Jazz-Crew aus St. Georgen. Es ist immer so schön, wie sich die Big Band-Lieder zurückhalten. Matthias, komm einfach mal vor. Ich quetsch dich jetzt auch ein bisschen aus. Es muss so sein. Denn ihr habt eine tolle Facebook-Seite. Ich habe bei euch auf der Seite mal geguckt. Und das ist nicht der einzige Preis, den ihr in diesem Jahr gewonnen habt. Ihr seid auch mit dabei gewesen bei Music for Senegal. Das ist ein Benefizprojekt. Ihr seid bei Filmarbeiten mit dabei gewesen. Welches Projekt liegt dir denn jetzt ganz besonders am Herzen? Jetzt musst du Jugend Jazz sagen, weil du hier bist. Aber du kannst natürlich auch nochmal umswitchen. Jugend Jazz. Und wenn du jetzt umswitchen würdest? Die sind alle total unterschiedlich, obwohl es eigentlich klingt. Das kann man überhaupt gar nicht vergleichen. Zum Beispiel Music for Senegal? Naja, Music for Senegal, da haben wir eine CD-Produktion gewonnen, um einen Live-Gig da teilzunehmen. Da hilft man hauptsächlich anderen Menschen. Und hier geht es darum, einen Preis in die Bewerbungsunterlagen der jungen Menschen zu spielen. Heißt aber, St. Georgen ist natürlich profimäßig unterwegs mit Auftritten. Es ist, neulich hast du schon gesagt, in Offenburg war nämlich das Benefiz-Konzert, was ihr gespielt habt. Was werden wir denn heute hören? Heute gibt es zwei Stücke, und zwar in umgekehrter Reihenfolge, wie sie im Programmheft stehen. Wir haben das Programm komplett umgeswitcht. Das nehmen sich einfach Jazzprofis raus, damit muss man leben. Das erste Stück, Channel One Suite, das ist eine Suite, deshalb, weil zuerst ein schneller, dann ein langsamer Teil und dann wieder ein schneller Teil kommt. Und das zweite, Birdland, das ist ein Hit, das kennt wahrscheinlich auch locker die Hälfte. Bestimmt. Buddy Rich habe ich mal nachgelesen bei der Channel One Suite. Es gibt eine Version 26 Minuten lang. Wie lang zieht ihr es? Ja, 52. Ich höre sofort auf zu reden. Also, hier sind sie aus St. Georgen, die Jazz Crew. Viel Spaß!